war? Ja, klar. Das war auch mal alles abgesprengt, eigentlich, von dem Typ. Gut. Oh. Verpiss dich! Echt? Man hat gerade gute Nacht gesagt. Verpiss dich! Man hat gesagt gute Nacht. Dir gepasst. Alter. Wir sind jetzt tot. Spielende. Gut. In diesem Teil sind wir Geister. Natürlich. Mein Problem ist, ich kann nicht mehr lange spielen. Sagt ja keiner. Aber einer. Behauptet der Rainer. Keiner. Der Rainer. Ja. Wir leben noch, Sir. Gut, werf die Scheiße in die Zellen 4 und 5. Der Boss will sich ein wenig amüsieren. Tja, dann. Willkommen im Hotel. Ihr werdet euch bald wünschen, tot zu sein. Und dieser Wunsch wird unser Mann nur zu gern erfüllen. Oh, ich soll aufstehen. Wo bist du? Ich bin hier, aber mein Fuß ist noch dran. Du bist aber nicht bei mir. Salem, bist du da? Ich bin ja unter 4 und unter 14 oder umgedreht. Ich weiß nicht, wo ich bin. Im Knast. Irgendwie. Wache eliminieren. So, machen wir Tor auf hier. Könntest du diese Wache eliminieren? Naja, der stand da so rum. Der stand da direkt am Gitter und den habe ich halt von hinten einfach das Genick umgedreht. Ja, du musst den. Ich kann nichts machen. Komm hier, denk mal schon, dass du was machen kannst. Ich will dir was Wichtiges sagen. Denk ich mal. Locker bleiben, Amigo. Ich bin nicht hier, um Anschluss zu finden. Komiker, ja? Du bist ich du. Bin Spanier. Amigo. Gut, wir werden miteinander auskommen. Bist du das hier draußen? Und wo ist Rios? Du und der große Mann steht. Ich bin draußen. Nee, ich bin im Knast. Dein Freund ist auf der anderen Seite des Komplexes. Ich führe dich zu ihm. Ah, Scheiße. Ja? Du bringst mich aus? Passiert gerade bei dir was? Der Feind meines Feindes ist mein Freund. Hörst du mich? Kann ich weiter. Alter, wo steckst du? Es ist euer Art Knast. War eingebuchtet, konnte mich aber befreien und sucht nach dem Ausgang. Und du? Tito, nur dass ich von dem irren Russen angequatscht wurde. Sag hallo, Brezhnev. Guten Tag, mein Freund. Wo treffen wir uns? Siehst du großes Kabel am Boden? Sie führen zum Kontrollraum. Da treffen wir uns. Was wird's? Sehe großes Kabel an Boden, aber. Kommt ihm kein Haar. Boden geht in Wand. Auf die Knie! Da schon wieder. Ui. Okay, ich dachte. Bei dir hat's irgendwie Bumm gemacht oder so. Ja, ich bin hier gerade mit so einem Russen am rumrennen. Mir geht's irgendwie nicht weiter. Ich bin irgendwie in der Sackgasse. Uff! Mach nichts Falsches. Ja, wir kommen ja jetzt zu dir, das hab ich doch die ganze Zeit gerade gesagt. Woll ich. Warte, bis du mal hier eine Tür aufmachst oder so, wahrscheinlich. Ich höre auf jeden Fall ballern. Das höre ich wohl. Wann kommt denn
hier raus? Ja. Da ist wie eine Tür. Hier geht's weiter, was hast du? Rios, wir sind im Kontrollraum. Wo steckst du? Fast da, wartet auf mich. Carlos, da gerade rum, oder? Jupp. Mit einer alten Pistole. So ein Zusammenschnitt wie bei Star Trek, cool. Ja, gut. Kann ja nicht wissen. Naja, hätte ich jetzt so ein... Obwohl, es wäre sogar interessanter gewesen, jetzt deins zu sehen, weil ich stehe jetzt hier in dem Raum und laufe im Kreis. Alter, weißt du, wie viele Gegner das hier sind? Alter, frag nicht nach Sonnenschein. Also 20 reichen nicht. Eine Fresse! Geht die Muni aus! Scheiße! Nein! Aua! Das klingt! Nein! Gut. Alter, weiß wie viele das sind, Alter. Ich glaube, ich hätte lieber den anderen nehmen sollen, wa? Alter, das ist übel, frag nicht. Bei uns waren es einige, nee. Aber ich hab halt noch einen zweiten Mann. Ja, ich bin allein. Servus? Ich so. Cool. Schwul, doch, der sagt schwul. Man hat gesagt nett. Scheiße, Mann. Kopfloser. Alter. Ist die ja nichts machen, die laufen ja bloß sinnlos im Kreis. Endlich ist er tot, ey, das gibt's ja nicht. Guck ich wieder welche an. Das gibt's. Boah, da kommt noch mehr an, Nein! Nein, ich seh nix! Scheiße! Feuerschutz, los! Einer weniger! So, den bin ich erstmal fest.
Komm her! So. Reicht's mir hier. Ich glaube, ich bin soweit. Haben verstanden, Thais. Dein Freund ist im Kontrollraum? Sag ihm, er soll auf uns warten. Wir sind fast da. Verstanden. Gut. So, warte. Lass ihn. Komm, mach hin. Bleibst du? Mein Freund. Ihn halt aus bei dir. Ach komm, halt du die Klappe, ey. Nein, ich meine ja, wie sieht das bei dir aus? Also, gegnertechnisch gesehen. Der letzte gerade umgefallen. Cool. Perfekt! Ja? Klasse! Ich liebe diesen Job! Machst denn du? Waffen sammeln. Geh zum Bedienfeld. Bin da. Gut, Knopf. Okay. Salem, du auch. Erledigt. Ich Knopf drücken. Hab Knopf gedrückt. So? Ja. Hä? Jetzt? Muss wahrscheinlich gleichzeitig machen. Soll nichts mehr machen. Schuldig. Ah. Immer der Nase da. Wir sehen uns bald, mein Freund. Hier ist Tor aufgegangen. Ja, hier auch. Ach du Scheiße. Ey, nur mit der Pistole bewaffnet hier. Dann noch keine Zielanvisierung und dann sollst du hier noch eine halbe Armee ausschalten. Ich mir erstmal so eine Waffe von dir, mein Freund. Ich nehme die Scar. So. Kommt her. Ich höre euch schon rumballern. Ey, schießt hier. So. Hier im Bedienfeld. Ein paar Knöpfchen drücken. So. Oh! Wie ah, seh dich. Servus. Genau gegenüber. Waffe nicht. Wie? Pistole ist weg. Perfekt. Die wird leer sein. Nimm dir eine Pistole. Nimm dir irgendein Maschinengewehr von den Gegnern. Ja, ich wollte aber eine Pistole okay. haben, um dass ich überhaupt zu irgendeinem Gegner hinkomme, oder? Ich hab einfach abgestochen. Das ist abgestochen. Also L2 halt, ne? Meine Muni ist leer! So. Ich liebe diesen Job! Ich kann irgendwie bloß eine Waffe nehmen. Ja, weil du dein Dings nicht mehr hast. Du hast ja deinen ganzen Schutzpanzer nicht mehr. Ja, alles weg. Deine Rüstung. Wenn du Dreieck drückst, dann legst du sie ab. Oh, ich bin schon auf dem Weg nach unten. Alter. Nächste Nachladen. So, sind wir zusammen. Ja, wieder im Geschäft.
Chef. Sieht doch schon besser aus. Fresh, weißt du, wo die unsere Knarren haben? Vor uns ist ein Waffenlager. Vielleicht dort. Holen wir uns unser Eigentum. Ausrüstung ist da. Wie bist du reingeraten, Brezhnev? Hab für den Big Boss gearbeitet. War langweilig. Also habe ich mich selbstständig gemacht. Den Big Boss? John, er ist echt total irre. Redet ständig von Gemeinschaft und Entscheidungsfreiheit. Außerdem zahlt er beschissen. Aber er will im Grunde nur die Schwachen umlegen. Ich glaube, er ist weniger Marx als mehr Lenin. Lasst uns hier einfach verschwinden. Ich genauso. Wisst ihr, wollt ihr euch mit einem Riesenbums verabschieden? In der Nähe ist massig Schwächen. Warum keine Frauen da? Bringt ihn an den oberen Etagen Schwachpunkten an, dann bricht alles zusammen. Sag an, wo es hin soll. Das kann ich tun.